Erst nach Monaten konnte ich mich jetzt bei einem Deutschlandaufenthalt mal entscheiden, die Brandruine der ehemaligen Traube Schwarzwaldstube zu besichtigen. Erinnerungen kamen hoch, wie wir hier in diesem alten, berühmten Gebäude, das seit 1789 ein Anlaufpunkt war mit vielen geschichtlichen Abläufen. Auch ich habe Erinnerungen Revue laufen lassen, als wir hier mit Lothar Späth und Willi Finkbeiner in der Bauernstube Karten gespielt haben, wie ich Harald Wohlfahrt in den 70er Jahren kennengelernt habe über meine Eltern und über einen Freund, der hier die Kochlehre begann. Auch hier sind Schattenzeiten entstanden. Der Starkoch mit vielen Sternen hat die Traube im Zorn und Streit verlassen. Und jetzt noch das abgebrannte Schwarzwaldstube-Areal, wo wir uns so richtig zu Hause gefühlt haben. Seit 1789 wahre Geschichte bis zum Brand. Geschichte, die sich nie mehr wiederholen lässt. Auch nicht in den alten Gemäuern, die jetzt einfach nicht mehr stehen. Es wird weitergehen, jedoch ist bis heute noch nicht neu aufgebaut. Man plant noch, oder es gibt noch Schwierigkeiten mit der Entwicklung, wo es hingehen soll. Die Brandursache ist nach meinen Informationen auch noch nicht hundertprozentig geklärt. Aber sie wird es wieder geben, die Schwarzwaldstube. Mit diesen Erinnerungen, wie ich sie erleben durfte, das lassen wir offen.